Ein freundliches Hallo zurück in unserem kleinen Städteglück. Nee, was wird hier schön gewuselt? Feuerwehr schon da. Na, was ein Dusel. So. Ja. So, wie ist der Stand? Ach, wir sind noch in den Miesen vom letzten Mal. Ich erinnere mich. Wir haben ja ganz viel an unseren Steuern gespielt und an den Bestimmungen der einzelnen Städte und haben uns damit in den Ruin gestrampelt. Um weiter voranzukommen, werden wir jetzt hier diese 200.000 annehmen, auch wenn wir die dann wieder anfangen müssen abzubezahlen. Aber dann kommen wir jetzt mal ein bisschen schneller aus dem Minus raus und haben dann auch die Chance, bald wieder was zu bauen. Wir wollen ja jetzt nicht die komplette Folge hier uns damit beschäftigen, unsere Finanzen zu beobachten. Bringt eure Toten raus, bringt eure Toten raus. Ja. So, mittlerweile ist auch wieder ein bisschen Kommerz und ein bisschen Wohngebiet gefragt. Hier haben wir. Das ist die. Das ist die Todeszone hier. So. Und so rum und so rum und so rum. Hey. So haben wir das nicht gewollt. Was blockt ihr denn immer gleich so? So, das können wir ja ruhig noch bebauen. Wir lassen noch ein bisschen Grünstreifen dazwischen. Für die Ortsabgrenzung, aber dann können die da gerade mal wieder ein bisschen was machen. Und dann gibt es dann wieder ein paar Steuereinnahmen. Die gehen hier gerade wieder in den Keller. So, wir schauen nochmal. Ein paar von denen werden wir bauen wollen. Alle können wir wahrscheinlich nicht bauen, weil wir hier so ein paar Negativbedingungen haben, die ich eigentlich nicht bewusst hervorrufen möchte. Wir brauchen eine Colossal Order. Schauen wir noch mal. Gerichtsgebäude wird eher nichts, glaube ich. Opernhaus. Der Geschäftspark und das Observatorium, genau. Ich denke, wenn wir das dann soweit irgendwann noch mal alles haben, werden wir hier zum Ende kommen. Denn viel kann man hier nicht mehr machen. Mittlerweile ist die Nachfrage immer extrem gering. Sodass, ja, es langsam anfängt, dass wir hier gelangweilt vor uns hinkrebsen. Stadt fördert insgesamt 3000 Einheiten Naturrohstoffe. Da steigt schon. Das heißt, das Opernhaus haben wir bald. Das heißt, ja gut, wir brauchen halt noch das Geld dafür. Das ist klar. Aber dann nähern wir uns doch schon dem ersten Monument. Das Observatorium braucht die verlassenen Gebäude, das wollen wir ja eigentlich nicht. Geschäftspark. Sind wir auch schon nah dran, kriegen wir auch hin. Gerichtsgebäude würde ich dann gerne drauf verzichten. Colossal Order. Oh. Sind wir auch nah dran. So. Das war's dann auch schon. Also drei Stück schaffen wir. Guck ich jetzt mal nicht, was das ist. So, ja, da drin. Okay. Wir machen wieder miese. Sehr bedauerlich.
Aber das wird schon, das wird schon. Ich bin mir sicher, das wird irgendwann wieder. Das war wieder richtig miese. Das war wieder miese. Finde ich nicht gut. Ja, ich hatte gehofft, wenn ich die Steuern senke und so, dass ihr. Na, jetzt wird hier schon wieder gefragt, aber jetzt habe ich halt im Moment kein Geld, um hier irgendwo irgendwas zu bauen. Das ist halt doof. Hier ist mein potenzieller Weinberg. Können wir jetzt so auch nicht wirklich was hinbauen. Ich kann halt ohne Geld nicht mal irgendeine publische Straße bauen. Das ist ganz schwierig. Vielleicht müssen wir warten, 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 warten. Jetzt machen wir aber im Moment wieder Minus. Ist sehr blöd, sehr blöd. Warten wir mal gerade noch einen Moment, wo das hinzappelt. Jetzt müssen wir doch. Na, ich fürchte, wir kommen nicht drum rum. Ich dachte, ich krieg's vielleicht hin, hier die Steuern ein wenig zu senken, aber. Naja, gut. Die ganzen Ausgaben fressen mich einfach auf. Jetzt schreien sie mittlerweile wieder richtig nach Wohngebiet. Ich kann es mir nicht leisten. Können wir mal eben die Zeit ein wenig schneller vergehen lassen? So. 2000 mittlerweile hier wieder. Jetzt geht's wieder runter. Jetzt wieder 2000. Es schwankt. Nein, mir geht das Geld nicht aus. Mir ist das Geld bereits ausgegangen. So, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Hier steht zwar, ich mache Plus, aber die Zahl hier verändert sich irgendwie nicht. Jetzt wieder. Trotzdem fällt die zwischendurch immer wieder. Trotz angeblichen Plus. Ja, das finde ich jetzt nicht so fair. Wir müssen die Zeit noch mal ein bisschen vergehen lassen. Ich kann es nicht ändern. Eigentlich müsste das Minus bei dem Plus, das ich jetzt gerade mache, kleiner werden. Aber irgendwie. Oh, und jetzt gehen wir wieder ins Minus. Ach du Scheiße, und so ordentlich. Ach verdammt, es tut mir leid. Also ich habe es versucht, wirklich. Aber es hilft halt nichts. Ich muss hier überall die Steuern wieder anheben. Auf den Stand, den wir vorher hatten. Ich kann es nicht ändern. Ich habe kein Geld. Wenn das hier jedes Mal so dermaßen ins Minus fällt gerade, ich verstehe das gar nicht. Jetzt bin ich wieder bei den Einstellungen, die ich vorher hatte. Sind die hier Stromausfälle? Nein. Meine Kraftwerke reichen nicht mal aus und jetzt, wo es Nacht ist, haben wir natürlich das Problem, dass die Sonnenenergie auf Null geht. Dann ziehen wir die Leute aus. Ja, verdammt, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Was läuft denn jetzt auf einmal schief mit meinen Finanzen? Ich habe doch jetzt alles wieder
eigentlich wieder gerade gerückt. Ist das denn alles so teuer hier? So, jetzt machen wir wieder 6.000 plus, 7.000 plus, jetzt 9.000, jetzt pendelt sich's wieder ein, jetzt sind wir wieder bei dem, wo wir vorher waren. Genau. Fünfstellige Einnahmen jetzt wieder. Jetzt geht das zack, zack und dann haben wir wieder Geld. Dann können wir hier auch wieder bauen. Und dann sind die Leute schon bald wieder glücklich. Hoffe ich. Stagniert jetzt gerade mal wieder. Jetzt hauen auch die Leute wieder ab und jetzt haben wir wieder Minus. Ach Gott. Komm, lass es wieder Tag werden, dass meine Solarenergie wieder läuft, dass wir hier wieder Strom haben. Oh, guck mal, jetzt fallen hier sogar die Wasserpumpen aus Strommangel. Oh, minus 28.000, ist nicht euer Scheiß Ernst. Minus, was ist denn da mit den Ausgaben los? Ey, das gibt's doch nicht. Ja, es wird Tag. Ja, die Solarenergie läuft wieder. Wunderbar. Dann sind die Menschen wieder glücklich, dann zahlen sie auch ihre Steuern wieder. Ich muss ein Kraftwerk bauen. Ganz dringend. So, 2 Wochen noch und wir haben wieder Geld. Ganze erste Folge mit Warten verbracht, ist ja auch ein Traum. Komm schon. So, was ich nicht verstehe hier, der zeigt mir ja an, ich mache 30.000 plus in der Woche und hier passiert einfach nichts gerade. Eigentlich müsste es jetzt in einer Woche gut sein, also ich sag mal zum 17. müsste das jetzt eigentlich weg sein hier. Ja, nahezu. Aber es ist irgendwie stimmt hier einfach das Verhältnis nicht. Ich mache hier bei weitem nicht das Plus, was er mir hier eigentlich anzeigt. Ja, der Müll türmt sich auf. Ich kann nicht. Da, jetzt ist der 17. Jetzt dürften hier eigentlich nur noch so 7.000, 8.000 übrig sein. Na gut, das ist hier wieder ein bisschen runtergegangen. Aus dem irgendwie. Irgendwie geht das so nicht. Das geht doch nicht.
Und ich kann nicht einmal kleine Straßen bauen. Die Menschheit ist komplett tot. Das sind 8000. Ach je. So. Sieht irgendwie schief aus. So, Wasserleitung rein. Ich mache jetzt mal ein bisschen Wohngebiet. Solange danach verlangt wird, dann kriegen wir hier ein paar neue Einwohner rein und ein paar Steuerzahler. Oh je. Ganz schön zerrupfte Gegend hier. So, und dann kümmern wir uns um den Rest. Dann bauen wir hier auch gerne Friedhöfe wieder. Einen. Und gerne auch einen zweiten. Unterbrochene Stromnetze? Nein. Kapitulierende Kraftwerke. Hier gibt es keine mehr Grün. Oh Gott, warum sind die denn alle so krank? Hör mal, was ist denn hier mit dem Gesundheitssystem los? Warum ist mein Gesundheitswesen auf einmal so schlecht? Wer hat diese Pumpen zum Beispiel alles schon ausgemacht? Ja, es wird langsam wird es eklig hier. Der kostet 50.000. Die kostet nur 6.000 oder die da. Hier haben wir doch irgendwo da. Sehen wir doch, wo es hier gut windet und wo nicht.